Hallo, ich mache heute ein Video zu meinen Favoriten des Monats und bitte seid nicht allzu streng zu mir, weil ich habe erst heute erfahren, dass ich das Video aufladen soll, weil wir hätten eigentlich auf unserem Kanal schon nur ein Keksebacken-Video raufmachen und ein Outfit-Video. Beides hat leider mit dem Raufladen nicht wirklich funktioniert und deswegen muss bzw. will heute kurz ein Video machen. Und bevor ich jetzt lange drum herum rede, beginne ich gleich und hole meinen Favoritenbeutel. Das sind alle meine Favoriten des Monats. Diesen Monat habe ich echt immer eigentlich viele Sachen gekauft. Einige will ich euch jetzt vorstellen. Also meine Liebsten. Wir beginnen tue ich gleich auch mit einem Liebling von mir. Um 3 Euro oder so kriegt man das eigentlich in jedem DM. Ich weiß nicht, ob es da ein Deeper gibt, aber DM ist sicher. Und heißt Mini Sexy. Gibt es auch in Mini Happy und ganz, ganz vielen anderen Düften. Und es ist von Ulrich Deverin. Kenne ich nicht. Vielleicht ihr. Egal. Das riecht wirklich voll gut und also es ist wirklich nicht teuer, das heißt, wer sucht nach mal einem billigen Parfum zum Reisen, das ist wirklich empfehlenswert und ich weiß nicht, ich habe es echt gern und ich habe jetzt schon eine zweite Packung, damit, wenn das aus ist, verrat. So, weiter mache ich mit einem Geschenk von meiner Oma zu Weihnachten. Okay. Ich weiß, Weihnachten gehört nicht zu mir, ne? Aber das müsst ihr einfach sehen. Es ist was also, Tolles, Besonderes. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige es euch trotzdem in dem Jänner-Favoriten-Video. Und so schaut es aus. Es ist ein Körperbalsam und der hat ist für die empfindliche Haut und hat natürliche Pflanzenextrakte. Das ist von Nivea. Ich weiß eben, da es ein Geschenk ist, nicht den Preis, aber ich weiß, dass es gut riecht. Ziemlich gut. Und es macht die Haut wirklich voll weich. Und wer darauf steht, also auf weiche Haut steht, der für den ist das natürlich das perfekte Produkt. Ich würde jedem empfehlen, wenigstens einmal auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob es auch in einer kleineren Flasche gibt. Ich glaube, dass das die normale ist und dass es da keine großen und kleinen Flaschen gibt. Aber schaut nach. Es ist wirklich toll. Weiter geht es gleich auch mit einem Nivea-Produkt. Und zwar einem Deo, einem 48-Stunden-Deo. Das heißt Fresh Natural. Sieht man jetzt durch meine Kamera nicht wirklich gut. Aber das natürlich hat natürlich das frische Gefühl mit Meeresextrakt. Ja. Ich mag das sehr gerne, weil es nicht so, wie soll ich sagen, extrem riecht, intensiv, sondern eher mild und deswegen benutze ich das auch in der Schule bei einem Sportunterricht, weil ich weiß nicht, ich mag nicht in der Schule mit so wirklich aufdringlichen Bio-Düften herumrennen. Ich weiß nicht, deswegen ist halt das für mich das genau das Richtige. Es ist vielleicht etwas teurer als solche Balea-Deos, aber den Preis ist es wirklich wert. Meinem Gesichtspeeling Waschcreme von Bebe Young Care. Das ist ein 3-in-1 mildes tägliches Waschpeeling. Reinigt und entfernt sanft Hauptschüppchen, macht die Haut geschmeidig und ist seifenfrei. Das weiß ich davon den Preis nicht wirklich, weil ich es nicht selbst besorgt habe. Sondern meine Mutter hat es mitgenommen.
Aber ich glaube, es gehört schon etwas zu den teureren Produkten. Aber das ist es wert, es ist wirklich gut, es ist nicht gut. Und ich glaube, dass das auch jeder verträgt. Und was mir besonders gut daran gefällt, ist, da ist ja auch, man kann es als Waschcreme oder eben Peeling verwenden, dass dieses Peeling nicht wirklich so rau ist, dass es die Haut wirklich aufweicht, sondern einfach genau richtig. Es ist mild, es ist wirklich. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch darüber sagen soll. Als nächstes kommt eine Handcreme von mir. Die sieht so aus. So schaut das jetzt aus, wenn es drauf gemacht ist. Ist eine sehr kleine Tube, aber die ist sehr gut. Ich neige persönlich sehr dafür, Entschuldigung, dazu, dass ich richtige Hände hier besonders in den Knöcheln bekomme. Und sobald ich diese Creme dann auftrage, wird das wirklich viel, viel besser. Und jeden, der irgendwie im Winter oder halt Sommer, ich habe es auch nur im Winter, Probleme mit rauen Händen hat, ist das hier zu empfehlen. Gibt es auch in einer großen Tube. Aber wenn es jemand mal ausprobieren möchte, könnt ihr auch einfach mit der kleinen Tube beginnen. Aber also Weleda ist halt doch eine teurere Marke. Der kostet schon der Lavello 5 Euro. Also, naja, probiert es trotzdem aus. Jetzt kommt etwas von She Steinzone. Und zwar ein Nagellack Nummer 275. Silber. Ich mag an dem besonders, dass er irgendwie zu jedem Auto passt und man kann ihn auch mit anderen Nagellackfarben kombinieren, wie ich jetzt zum Beispiel heute gemacht habe. Vielleicht sieht man das jetzt. So sieht er halt aus. Und ich glaube, er ist auch sehr preiswert. Es ist nämlich eine nicht allzu kleine Nagellack Dose, wie man sowas nennt, Nagellack Fläschchen. Also würde ich sagen, preiswert, preiswert. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich am meisten mag. Im Voraus, ich bin ein Lippenpflegeprodukte-Süchtler. Und da möchte ich euch gleich meine drei Favoriten zeigen, die ich dieses Monat gekauft habe. Ich bin abhängig. Beginnen werde ich gleich mit dem, den ich hier oben habe. So sieht er aus. Er ist nicht allzudeckend, aber verleiht ihm trotzdem ein bisschen einen Schimmer. Und ja, er sieht so aus. Der ist von BB Young Care und heißt Silky Vanilla. Ja, er hat ziemlich eine äußerst schöne Gehäuse, so schimmerig. Ich kann euch gleich zeigen, wie der innen aussieht. Und er riecht nach, wirklich nach Vanilleeis. Ich bin selbst eigentlich nicht so ein Fan von Vanille-Labellos, aber er ist auf den Lippen, er macht die Lippen wirklich weich und er verleiht so einen schönen Glanz, deswegen habe ich ihn wirklich kaufen müssen. Und ich bereue es nicht, auch wenn der Geruch vielleicht jetzt nicht ganz gut meinen ist. Weiter gehen wir zu meinem Balea Fresh Grapefruit. Der ist jetzt unbenutzt, der Labello. Aber ich kann trotzdem etwas darüber sagen, weil ihn eine Freundin von mir hat. Und ich hatte ihn auch bereits. Er ist genauso wie von der gleichen Marke. Gibt es auch noch den Cherry Dream und den Cola. Und dieser Labello ist einfach, so sieht er aus.
Also er deckt mich, der ist einfach neutral. Ja, das kann man doch nicht sagen. Ist ein Labello halt. Der mich auch nicht gut. Er riecht ziemlich stark, aber voll fruchtig. So. Mir gehen gerade die Worte aus. Also, tut mir echt leid. Voll. Noch weiter. Und jetzt kommt das Beste. Balea Splash Watermelon. Mein Schatz. Schatz. ja. Das sieht so aus. Also, dann muss man mit dem Finger. Vielleicht. Mit dem Finger so einfach so in die Mitte stehen. Vielleicht zum Stadtgehen ist der nicht so besonders, weil, also ich persönlich stehe nicht drauf, dass ich mit meinen dreckigen Fingern in meine Labello fahre. Oder beziehungsweise, besser gesagt, Lippenpflegeprodukt fahre. Aber für zu Hause ist der natürlich sehr schön und höchstens für die Schule, weil da haben wir natürlich auch ein Waschbecken mit so einem Händewaschen. Und er riecht so gut. Jeder, der irgendwo in seinem Haus einen Euro hat, der bereit ist auszugeben, der geht, sobald es möglich ist, in die Stadt und kauft sich diesen Labello. Ah, tut mir leid. Lippenpflegeprodukt. Kauft. Okay. Wirklich empfehlenswert. Tut mir leid. Und zum aller Schluss, letzten, last but not least, das Buch des Monats. Nicholas Sparks, für immer der Deine. Es ist ein Bestseller von, vielleicht kennen von euch manche den Film, Mit dir an meiner Seite. Der ist gedreht von Miley Cyrus jetzt. Ja, dieses Buch überragt den Film, aber jedenfalls. Ich halt habe es wirklich verschlungen. Es geht dabei um einen Mann namens Logan Thibault, der im Krieg ein Foto von einer jungen Frau findet. Und seit er dieses Foto hat, passiert ihm nichts Schlimmes. Es ist wie ein Glücksbringer. Und deswegen meint er, als er aus dem Krieg zurückkommt, dass er der Frau auf dem Foto es schuldig ist, ihr zu danken, dass sie ihn mit diesem Glücksbringer beschützt hat. Und er baut eine innige Beziehung zu dieser Frau auf, als er sie gefunden hat. Und ja. Und das ist ein sehr romantisches Buch. Ich würde jetzt mal sagen, für jedes Monat, jedes Mädchen geeignet, weil ich glaube, alle Mädchen stehen auf romantische Bücher. Und irgendwie, es ist dann auch wieder spannend, romantisch und einfach ein perfekter Mix für ein Buch. Also, wer gerne liest, der für den dieses Buch wahrscheinlich sehr empfehlenswert. So, es tut mir leid, dass ich in diesem Video wirklich hin und wieder etwas gestottert habe. Das ist mein erstes Video. Bitte nicht zu böse sein. Und wenn ihr auch Favoriten des Monats habt, die ihr mir unbedingt zeigen wollt oder die ich ausprobieren soll, ich probiere gerne neue Sachen aus, dann schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare rein oder schickt uns doch eine Privatnachricht. Und auch wenn ihr dieses Video vielleicht komplett dumm gefunden habt, ich kann kein Buch sagen, bitte schreibt es mir. Ja, dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.